nochmal ein kleines, feines Buch, das aber trotzdem ganz vielschichtig ist und auch eine tolle Geschichte hat, von einer unserer Lieblingsautorinnen und Illustratorinnen, Antje Damm. Und sie hat es diesmal wieder mit einer ganz neuen Technik gemacht. Also die Technik ist nicht neu, aber dass sie anwendet, ist ganz neu und es ist ganz ungewöhnlich im Bilderbuch. Das sind nämlich Scherenschnitte. Das Nori sagt nein. Ein neuer Tag ist angebrochen. Die Sonne scheint, ein leiser Wind geht und die Wiese duftet. Das Nori hat reife Beeren entdeckt. Ich finde es schon sehr süß, dieses Nori mit seinen gelben Augen. Eine Mischung aus Haselmaus und Spitzmaus und weiß ich nicht was. Und hier hat es eine ganz wunderbare Höhle, sehr gemütlich. Das Nori liebt Beeren, besonders wenn sie rot leuchten. Denn Beeren machen glücklich. So, aber plötzlich hört es ein unheimliches Geräusch. Was geht da oben vor? Tap, tap, tap. Wir als Betrachter sehen schon, das sind Füße. Das Nori versteckt sich, hält den Atem an und wartet. Und dann ist hier, das finde ich auch sehr großartig, denn das ist ja jetzt ein Foto von dieser Murmel und eben gar nicht gezeichnet. Doch plötzlich spürt es etwas, so als wäre da einer. Und diese Murmel wird in seine Höhle fallen gelassen. Mit einem Rums kracht etwas in die Höhle und macht seinen Tisch und seinen Stuhl kaputt. Jetzt will das Nori wissen, was das war. Guckt aus seiner Höhle raus, da ist ein Kind. Und dieses Kind nimmt das Nori einfach mit, es steckt es in seine Tasche, in der es dunkel und warm ist, aber auch ein bisschen gruselig. Und zu Hause wird es hier einfach ins Spielzeugregal gesetzt. Nach einer Weile holt die Riesen das Nori aus der Höhle. Sie setzt es an einen fremden Ort ab. Das Nori bleibt mucksmäuschenstill. Nichts bewegt sich. Zum Glück. Wie ist es hier bloß gelandet? Die Riesin hat viele Ideen, was sie mit dem Nori alles machen kann. Es wird zum Beispiel hier die Traktorschaufel reingesetzt und hinter ihn hergezogen. Sie setzt es ins Puppenhaus, wo es auch irgendwie ganz gruselig ist, weil sich gar nichts bewegt. Und es ist zwar alles von der Größe her okay, aber es bekommt keine Antwort. Keiner redet mit ihm von diesen kleinen Wesen, die in dem Puppenhaus sind. Das ist auch komisch. Dem Nori kommt alles unheimlich vor. Hier will es auf keinen Fall bleiben. Wo könnte es sich bloß verstecken? Ich versuche es erst in der Toilette und dann in der Badewanne, man sieht hier noch so zwei Öhrchen. Da ist eine Kuhle. Das Nori drückt sich tief in sie hinein. Die Riesin soll es nicht finden. Aber sie entdeckt es sofort und fängt an, es zu füttern. Das Nori spürt, wie sich sein Hals zuzieht. Diese grünen Riesenbeeren kann es nämlich nicht ausstehen, wie unsere Tochter früher. Ich musste sofort die Erbsen nicht ausstehen konnte. Jetzt hat es genug. Mit einem Satz springt es auf und schreit so laut es kann. Nein. Das hätte ich eigentlich ganz laut schreien müssen. Einen Moment lang ist es still. Nichts geschieht. Aber dann nimmt die Riesin das Nori vorsichtig in die Hand und trägt es fort. Das Nori spürt den Wind und riecht die Wiesen. Und es erkennt seine Welt. Dann wird es abgesetzt. Nun ist alles wieder gut. Fast so, wie es vorher war. Und der Unterschied ist, dass es jetzt ab und zu eine riesige rote Beeren bekommt. Und ich finde, es ist wirklich eine tolle Geschichte über Autonomie und über Nein sagen, über Grenzen aufzeigen, aber auch über Grenzen akzeptieren von anderen. So ein bisschen an Rosa Luxemburg denken müssen. Also, deine Freiheit ist nur die Freiheit der anderen. Also, es geht eben nur so weit, wie ich anderen nicht wehtue mit meiner Freiheit. Und das ist in ganz wenigen Worten mit ganz einfachen Bildern toll für Kindergartenkinder erklärt. Also, wirklich große Kunst.